So, willkommen zurück bei Skyrim und wir jagen uns jetzt einen Drachen. Ja, das war alles, was ich gesagt habe. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich rede heute gar nicht mehr weiter, weil ich anscheinend nur Schwachsinn laber irgendwie. Wir hätten der anderen folgen sollen, aber die ist anscheinend schon weg. Okay. Die Mission zeigt nach draußen, dann gehen wir doch auch einfach mal raus, ne? Immer schnell zuerst was schauen, schnelle. Wie es denn aussieht mit dem Zeug, was ich tragen kann? Schlecht. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Ja. Danke der Nachfrage. Werde ich machen. Super, und jetzt sind natürlich alle Läden geschlossen. Na toll, dann warten wir halt eine Sekündchen oder 10 Stunden, wie man es nehmen will. So, let's sell this shit. Hallo? Wo ist die Schmiedin? Gehen wir halt rein. So, guten Tag, Herr Kriegsbär. Die besten Waffen und Rüstung. Also, was braucht man nicht? Eisenkolben des Frosts braucht man nicht mehr. Eine zweite Stahlrüstung braucht man nicht. Oh, Redekunst hat sich verbessert, das ist sehr nett. Wir könnten außerdem mal die ganzen Felle in Racks umschneiden, dann haben wir, glaube ich, schon mal genug Gewicht verloren. Dafür, dass wir uns dann den Drachen stellen können. Man sollte ja nicht mit schweren Magen oder schwerem Inventar sich Drachen stellen, habe ich gehört. Wieso ist der jetzt draußen? Das interessiert mich nicht. Geh hier von meinem Gerber. Geh weg. Ich muss Leder machen. Yay. Und dann machen wir gerade mal die Hälfte. Ja, nicht ganz die Hälfte zu. Lederstreifen. So, tschüss. Perfekt. Ich habe keine Zeit, ich muss ein... Zahlen gutes Geld für Informationen. Keine Zeit, ich muss... Okay, wen sucht ihr? Eine Frau, eine Fremde in diesem Land. Rotwadone, wie wir. Rotwadone. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Okay. Ja, dann, sehen wir uns in Rorikstad. Wenn ich die Rotwadronin gefunden habe. So. Aber ich hab mir ist gerade ein Thema eingefallen, worüber ich kurz mal reden wollte. Und zwar habe ich heute ein bisschen Dark Souls gespielt. Finde ich ein sehr geiles Spiel. Viel sehr schwerer als Skyrim. Skyrim ist dagegen Pipifax. Und jetzt kommt demnächst das 2 raus, am 13. März. Und, aber nur für PS3 und PS3 und Xbox 360, PC, bla bla bla. Aber nicht für PS4, ich bin voll enttäuscht. Und ich habe gedacht, das kommt Next Gen raus. Hey, ich triff den ja heute perfekt gut. Oh, renn ich weg. Scheiß Viech. Hopp. Bleib stehen. Hab ich gesagt. Oh. Tod. Grausamer Tod. Oh, ich habe nur noch 3 Stahlpfeile. Das ist nicht so gut, ne? So, wir nehmen das Elchi. So, danke. Jetzt haben wir wieder 4. Perfekt. Okidoki. Drache, wo bist du? Drache? Hier ist gar kein Drache. Der sollte doch hier sein. Beim Turm. Wachturm. Wo bist du denn? Hallo, Drachi. Guck mal im Turm. Westlicher Wachturm. Hä? Nein, wo kam der? Er
ist hier immer noch irgendwo. Wer? Hoki und Thor hat es gerade erwischt, als sie gehen wollten. Wo ist er? Oh mein Gott, ich hab solche Angst. Er kommt zurück. Da! Troch! Komm. Ja, eben, Dark Souls erscheint nicht für PS4 oder Xbox One. Ich weiß nicht wieso, es ist echt dämlich. Weil meine PS läuft echt nicht mehr so dolle. Und darauf nochmal was. Ey, wie soll ich, will ich den denn mit dem Pfeil. Wo ist der? Ah. Wie will ich den denn mit dem Pfeil erwischen? Gar nicht. Einmal so. Upp. Mimulnir! Au. Oh, der ist tot. Der ist ziemlich tot. Okay. Ja, heb du nur wieder ab. Okay. Vergnügen. Komm her, Drache. Oh Mann. Ehre? Ich geb dir Ehre. Komm runter, dann können wir unsere Ehre beweisen. Eben, kommt herunter und kämpft. Ah, es geht doch. Okay, ab für Stahlkriegsaxt. In die Fresse. Opa, Indy ist dead. 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 Untersucht den Drachen. Er hat eine Stahlpfeile, Rüstung. Nehmen wir alles mit. Ich glaube, er ist tot. Er sieht ziemlich tot aus. Was passiert hier? Wieso gehen diese Strahlen durch mich durch? Unerbittliche Macht. Neue Stufe. Hatte ich schon länger, glaube ich. Schreie. Unerbittliche Macht. Wuss. Wie ich das gemacht habe? Ich keine Ahnung. Ich habe R2 gedrückt. Wie macht ihr das denn? Ich muss hier ein bisschen Zeug abwerfen. Ein Stahlschwert brauche ich nicht. Und Fellstiefel brauche ich nicht. Und hier, diese Rüstung brauche ich nicht. Och, ich habe immer noch nicht, kann immer noch nicht genug tragen. Hab immer noch zu viel dabei, würde ich so essen. Was habe ich denn zu essen? Wildbret brauche ich auch nicht. Und da muss ich, glaube ich, ein bisschen Knochen, Drachenknochen oder Drachenhaut abwerfen. Zweimal Drachenhaut und einmal Drachenknochen. Zweimal Drachen, so. Crazy ist tot! Toter Motherfucker! Das war der brenzligste Kampf meines Lebens. Das ist schön. Und ich habe schon viele erlebt. Ich bin froh, dass ihr an unserer Seite kämpft. Ja, ist okay. Also hätten wir das erledigt. Was ist das denn hier? Oh, eine tote Wache. Oh, den hat's böse erwischt. Mal schauen, hat er irgendwas von Interesse? Nö. Also, dann gehen wir gleich zu Jarl. Oh, verbrannte Leiche. Das scheint so auch eine Wache gewesen zu sein. Nochmal eine Wache. Boah, hat's viele erwischt hier. Wischelt hier. Erwischt hier. Na, guck mal hier. Ein Stabpfeil nehmen wir mit, ne? Dann ja, zum. Ab zum Jarl. Oder zuerst, ja, ich kann nicht direkt zum Jarl. Och, Menno. Dann nach halt nach Weißlauf. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Okay, lasst mal sehen. Ich erwarte keine. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur dass er ein Freund von euch sei. Das war's okay. Dann wohl. Ich muss los. Okay, ein Brief von einem Freund. Lesen wir doch mal. Brief eines Freundes. Popelpiet, mit den Macht,
Demonstration eures Fums im westlichen Wachturm habt ihr für einige Aufregung gesorgt. Nicht jeder erwartet die Rückkehr des Drachenblutes mit Freuden. Ich jedoch wünsche mir, dass ihr gedeiht und eure Talente weiterhin entwickelt. Himmelsrand braucht in diesen Zeiten einen wahren Helden. Ihr solltet eure Aufmerksamkeit auf Volunrund richten. Soweit ich weiß, befindet sich dort eine geheimnisvolle Energiequelle, die nur ein Drachenblut erschließen kann. Hochgeachtet ein Freund, wo ist das denn? Das hört sich noch interessant an. Ich will die eigentlich dann auch mal machen. Wo ist das denn? Ah, hier oben. Da können wir eigentlich hin. Das ist ja eigentlich relativ in der Nähe. Jetzt gehen wir aber zuerst natürlich zum... Oh, what the fuck? Dovahkiin. Drachenblut. Das sind die alten Männer. Apropos alte Männer. Ich aktiviere mal hier schnell den Schrein von Talos. Was labert der hier um rumpredigen? Ist er von den Zeugen Jehovas oder was? Och, Menno, ich kann nicht mal richtig laufen. Der verwirrt mich so. Seine Worte verwirren mich ein wenig. Ich sollte mal aufsteigen, glaube ich. Komm, ich steige jetzt auf, dann zeigst du mir nicht die ganze Zeit den Quatsch an. Okay, hätten wir das auch. Schön, wir haben 4 Fähigkeiten, die wir noch verbessern können. Oh, schwere Rüstung können wir... Nochmal Moloch Nummer 2 und einhändig. Nö, noch nicht. Kampfhaltung, meh, haut mich nicht so vom Hocker. Aber wir sind ja mit der Axt unterwegs, stimmt. So, Drachenfeste. Betreten wir mal die Drachenfeste, ne? Ich frag mich gerade, wie viel Kohle ich habe. Weil, theoretisch... Ne, es reicht nicht. 5000 kostet, glaube ich, die Hütte hier. So. Jarl, ich habe Neuigkeiten. Ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Das habe ich mir fast gedacht. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Weiß ich nicht. Graubärte. Wir haben gerade über euch gesprochen. Mein Bruder möchte mit euch reden. Ja, also, reden mit was mir. Was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Ja, und irgendwie, ich glaube, ich bin das Drachenblut. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Genauso haben mich die Männer genannt. Nicht nur die Männer. Die Graubärte scheinen genauso zu denken. Die Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Des Halses der Welt. Und was wollen die alten Männer von mir? Das heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Kreislauf zurückgekommen seid? Das waren Männer, alte das Männer? Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hrothgar gerufen hat. Das okay. Ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Teber Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch okay. Talos von Admora war. Honga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses, soll ich dir ein Anzeichen dafür geben? Eben. Oh mein Gott, beruhigt euch alle bitte wieder. Ey, er wollte doch nur einen Beweis, dass ich, das Drachenblut bin, ich lade. Bis gleich. Ich kann nicht laden. Nee. Ah, warte mal. Ah, nee, doch nicht. Okay. Oder wollen wir noch bis zum Tode kämpfen? Gebt alles, was ihr könnt und noch mehr. Ich werde hier so elend. Wow, der Jarl ist am Durchdrehen. Wartet, ich
kenne euch doch. Ja, ihr kennt mich. Ich bin tot. Ja, schön. Hab ich's versaut, ne? Ups, sorry. Sorry. Aber wir könnten. Komm schon. Hier nochmal ein Beweis. Hui! Was? Also, bla bla bla, das kennen wir alles schon. War der Drache dort? Ja. Bla bla bla. Komm, das geht doch schneller. Was? Ja. Also genau. Mhm. Genau. Meister ja. Des Weges der Meister des Weges. Wenn ihr wirkt, ja. Wirklich. Schön, dass wir das geklärt haben. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört? Was haben wir geklärt? Ach nee, das gibt's doch gar nicht. Sorry, Leute. Leckt mich doch am Popo. Ja, leck mich am Popo. Ich bin Dovahkiin, ich darf sowas. Sorry, Leute, ich mach jetzt nur Scheiße. Und schon wieder tot. Eingebildeter Außenwissender. Zu wem sagen sie das immer? Ich kenne euch doch. So, und jetzt ohne Schabernack. Ich mach's jetzt mal ernst. Okay, ich mach keinen Scheiß zwischendurch. Dann passiert auch nicht, dass plötzlich alle mich hassen. Ja, haha. Das Gespräch haben wir schon 5-mal geführt. Also ist es wahr. Meister des Weges der Das heißt, wenn ihr wirkt, ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Doch, ich hab's gehört. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hrothgar gerufen hat. Okay. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Ich bin hier. Seit Tiber Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Ja, voll. Beruhigt euch. Was hat das Unsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses... Ich geb dir gleich, dass ich kein Drachenblut bin. Lord Nonsens? Ja, was? Gebildeter Unwissender! Vorsichtig! Echt, ich rempel dich bisschen an. Die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Runga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemacht. Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Die Wachen haben wohl gesprochen und behauptet, dass passiert ist, als sie diesen Drachen getötet haben. Können wir dieses Gespräch hinter uns bringen so? Einen großen Dienst erwiesen. Danke. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Yay. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Ich beneide euch, wisst ihr. Super. Na, ich habe keine Lust mehr, dir zuzuhören und ich würde sagen, wir beenden hiermit diese Folge. Ich laufe einfach weg, der soll weiter labern. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss.